Mein Name ist Andreas Dinges, ich bin stellvertretender Vorsitzender der Europa-Union hier im Kreisverband Kassel und Kreis Kassel. Und an meiner ganz linken Seite bzw. ganz rechts außen, der Herr Hamann Häusner, ist Doktor und Professor an der Hochschule in Osnabrück. Er wird sich dann aber hinterher separat vorstellen. Er ist der Vorsitzende unserer Europa-Union hier im Kreisverband. Wir haben eine derartige Veranstaltung im letzten Jahr mal durchgeführt im Rahmen der Bürgermeisterwahlen hier in Kassel. Es war großes Interesse da in der Bevölkerung, wie verhalten sich Leute auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und auf höheren Ebenen zum Thema Europa. Das Thema Europa brennt ja richtig, seitdem der Brexit beschlossen worden ist, seitdem letztlich die Flüchtlingswellen nach Europa gekommen sind und die Fragen immer wieder offen sind, wie werden die Personen letztlich verteilt werden können, auch in Zukunft, ist ein wichtiges Thema. Und natürlich auch die Thematik mit Polen in dieser Hinsicht. Also es gibt bestimmt genügend Themen, die hier aufgegriffen werden können im Rahmen der Bundestagswahl. Sie werden sich wundern, dass wir vielleicht in dieser Atmosphäre gesagt haben, wir versuchen uns auf Kassel zu konzentrieren. Der direkte Wahlkreis hier ist der Wahlkreis 168. Er besteht neben Kassel noch aus 11 weiteren Kommunen im Landkreisbereich. Also es ist einmal die komplette Stadt Kassel. Dann ist die Gemeinde Anatal, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Helsa, Kaufungen, Lofelden, Nieste, Niestetal, Sörewald und Velmar. Das heißt, diese Städte gehören zum Wahlkreis 168, zu dem ich gleich etwas sage bezüglich der Kandidaten. Der andere Wahlkreis, 167, der müsste sich dann in anderen Bereichen diese Möglichkeiten nutzen. Das weiß ich nicht, ob das gemacht wird. Wir haben es jetzt von Seiten der Europa-Union, obwohl wir auch den Landkreis mitbedienen, nicht noch zusätzlich angedacht. Aber Kandidaten auch aus dem Bereich einzuladen, wäre einfach zu unübersichtlich gewesen. Das sage ich jetzt an der Stelle deshalb auch, weil neben den 6 hier anwesenden Kandidaten als Direktwahlkandidaten für den Wahlkreis 168 für Kassel sind 6 weitere Kandidaten aufgestellt. Ich trage Ihnen vielleicht mal kurz die Namen unserer Kandidaten, die wir heute hier haben, erstmal vor. Wir haben zunächst von Ihnen aus gesehen ganz links, entsprechend der Liste auch später auf dem Wahlschein, den Herrn Dr. Wett. Er kandidiert für die CDU, aber hier bei den Direktwahlen geht es ja in erster Linie um die einzelnen Personen. Herr Dr. Wett. Dann direkt neben ihm den Herrn Gremmels, er kandidiert für die SPD. Dann an meiner rechten Seite, links von mir, der Herr Felsterhausen von den Linken. Ich habe mir da nochmal gestern gerade angeschaut, welche Reihenfolge die richtige war, und auf der Liste sind Sie dann praktisch der dritte Kandidat. Dann haben wir den Herr Michatovic vom Bündnis 90, die Grünen. Er sitzt zu meiner Linken, von Ihnen aus rechts von mir. Und dann haben wir den Herrn Nölke von der FDP. Sitzt dort neben. Und der Herr Mattis ist der Herr, der eben noch zum Schluss reingekommen ist. Wir begrüßen ihn natürlich auch, dass er heute hier ist, von der AfD. Ja, im letzten Bundestag war die CDU vertreten und ist die SPD vertreten und ist die Linke vertreten und das Bündnis 90 Grüne. Und wir haben dann noch FDP und AfD dazu gebeten, weil es recht wahrscheinlich ist, dass Möglichkeiten bestehen, dass diese beiden Parteien in den Bundestag einziehen. Und das ist auch der Grund, warum wir dann die Liste geschlossen haben und haben gesagt, die anderen 6 Kandidaten können wir nicht auch noch zusätzlich hier aufbringen. Die haben aber, wenn der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch hier ist, hinterher natürlich die Möglichkeit, am Mikrofon etwas zu sagen. Ja,
Der Ablauf ist folgendermaßen gedacht. Die Veranstaltung soll um 21 Uhr abgeschlossen sein. Und wir fangen an mit einem 3-minütigen Statement der jeweiligen Kandidaten zum Thema Europa. Und ich denke, wir alle können gespannt sein, was Sie in den 3 Minuten uns hier an dieser Stelle erzählen möchten. Wir beginnen also mit dem ersten Listenkandidaten, dem Herrn Dr. Wett. Herr Dr. Wett, Sie haben das Wort. Ja, erstmal einstellen. Die Zeit läuft noch nicht, ne? Also, hört man mich jetzt gut? Ist laut genug, ja? Nicht so ganz, ne? Ich finde nämlich aus, ein bisschen leise. Dann nehme ich es mal in die Hand. So, ja, ich kann mich auch mal hinstellen. Das ist aber festgeklebt, von daher ist es ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze nochmal... So, wunderbar. Jetzt hört man mich besser, hoffe ich. Ich bin Norbert Wett und bin hier in der Europa-Union lange Zeit auch Vorsitzender gewesen. Deswegen ist Europa ein Thema für mich, das mir immer wichtig war und aktuell auch wichtig ist. Aber Europa ist in Gefahr. Das Europa, das wir kennen, die Europäische Union, das große Friedensprojekt, ist in Gefahr. Nicht zuletzt haben wir es gesehen beim Brexit. Und dieser Brexit ist nur die Spitze des Eisberges, sage ich. Wenn die Europäische Union jetzt nicht lernt, sich auf das zu konzentrieren, was sie wirklich machen muss, dann ist es um Europa geschehen, um das Friedensprojekt, und dann kann keiner garantieren, was danach passiert. Das ist aber auch kein Wunder, dass es so weit gekommen ist mit der Europäischen Union, denn wenn man sich anschaut, was in der Vergangenheit passiert ist, dann haben wir ganz oft viele Fehlentscheidungen gesehen. Wenn ich daran denke, an den Lissabon-Prozess, das war im Jahre 2000, da hatte man sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von 10 Jahren die Europäische Union zum wirtschaftsstärksten Raum in der Welt zu machen. Dann haben wir so geguckt, ja, schönes Ziel, wir in der Europa-Union, wir haben das auch positiv begleitet, gar keine Frage, Europa voranbringen, Arbeitslosigkeit nach unten drücken. Und was passierte? Es kam die größte Wirtschaftskrise in der Europäischen Union überhaupt. Wir haben gesehen, was in den Mittelmeerstaaten passierte, Jugendarbeitslosigkeit noch und nöcher. Ja, und woran lag das? Weil es einfach schlecht gemacht war. Weil die Staatschefs das, was sie sagten, machen zu wollen, nicht umgesetzt haben. Weil jeder wieder sein eigenes Süppchen gekocht hat, weil keiner gezwungen war, etwas zu machen. Weil ja wie immer in Europa das meiste freiwillig ist, was zu tun ist. Das war schon mal ein großer Fehler. Und die Bürger haben da interessiert zugeschaut und waren am Ende die Leidtragenden. Dann hatten wir den Verfassungskonvent. Wir wollten uns eine Verfassung eines Bundesstaates geben. Wir haben hier in der Europa-Union da noch mitgekämpft. Wir haben dafür gestritten, dass wir diesen europäischen Bundesstaat auf den Weg bringen. Dann gab es aber zwei Volksabstimmungen in 2 Ländern, in Frankreich zum Beispiel, und da kam dann raus, dass die Menschen das nicht wollen. Die Menschen wollten diesen Bundesstaat nicht, die wollten diese Verfassung nicht. Und das hätte doch ein Warnschuss sein müssen. Das hätte uns allen ein Warnschuss sein müssen. Wir hätten dann sehen können, dass wir dieses Projekt so nicht weiter verfolgen können und dass wir die Europäische Union konsolidieren müssen, bevor wir sie weiter ausdehnen in jede Richtung. Deswegen sage ich, wir müssen jetzt in eine Phase eintreten, in der Europa, in die Europäische Union sich konsolidiert. Wir dürfen nicht weiter nach außen gehen, wir dürfen nicht so weitermachen wie jetzt, sondern wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und die Europäische Union erstmal auf das zurückführen, was wir eigentlich wollten. Das ist das Friedensprojekt und das ist der Binnenmarkt und dann vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Projekte, und damit muss es Schluss sein, sonst zerstören wir das Gesamtprojekt, und das darf nicht sein. Ich habe das Zeichen bekommen. Das sollen die 3 Minuten auch gewesen sein. Herr Dr. Wett, herzlichen Dank für Ihr Eingangsstatement. Ich denke, der Erste bekommt schon mal einen Applaus. Ja, kommen wir dann zu Herrn Gremmels. Herr Gremmels ist ja zurzeit im Landtag vertreten. Herr Gremmels, Sie haben das Wort, bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch ich freue mich, dass ich heute hier bei der Europa-Union bin. Ich habe zu Europa auch ein leidenschaftliches Verhältnis, weil ich meine berufliche Tätigkeit angefangen habe, als Referent für eine Europaabgeordnete hier in Kassel für Barbara Weiler zu arbeiten. Insofern habe ich Europa auch beruflich im Blut. Und ich glaube, es gibt kein wichtigeres Projekt, was wir jetzt nach vorne bringen müssen als Europa. Wenn wir uns die Welt angucken, wo autoritäre Führer à la Erdogan, à la Putin, à la Trump
Politik machen, müssen wir Europa, müssen wir die Europäische Union als Gegengewicht, als Kämpfer für Freiheit und für Gerechtigkeit und für soziales Miteinander voranbringen. Das muss jetzt die Botschaft sein. Wir müssen gemeinsam Europa stärken. Das ist die einzige Chance, die wir haben, um die Welt auch ein Stück weit friedlicher zu machen. Und Herr Wett, ich muss Ihnen an diesem Punkt schon widersprechen. Jetzt einzufrieren und sagen, wir machen nur Binnenmarkt und wir machen nur Wettbewerb und wir machen etwas Friedenspolitik, ist alles schön und gut. Aber warum ist dann Europa in der Krise? Weil wir die soziale Dimension Europas über viele Jahre vergessen haben. Das ist doch der eigentliche Grund, warum wir in der Krise sind. Wir hätten die soziale Perspektive, die soziale Frage immer mitdenken müssen. Wir hätten bei Europa nicht nur Wirtschaft und Wettbewerb und Binnenmarkt nach vorne bringen müssen, sondern die sozialen Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen und die auch dazu geführt haben, dass in Frankreich, dass in Griechenland es so passiert ist, wie es passiert ist in der Wirtschaftskrise, die müssen wir voranbringen. Und deswegen müssen wir bei einer Reform der Europäischen Union das soziale Thema auf die Fahne bringen. Und wir müssen die europäischen Strukturen stärken. Es kann nicht sein, dass sozusagen die Runde der Premierminister, die Ministerrunde, die Kanzlerrunde, alles entscheidet, der Ministerrat, sondern es muss demokratischer werden. Wir müssen das Europäische Parlament stärken. Wir müssen möglich machen, dass die Europäische Kommission vom Parlament gewählt wird und nicht nur bestätigt wird. Wir brauchen, wie wir es ja schon gemacht haben, auch weiter europäische Spitzenkandidaten. Wir brauchen ein Initiativrecht des Parlaments, selber Gesetze auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, ich bedauere das sehr, dass Großbritannien das Parlament verlässt. Aber wenn Sie jetzt gehen, sollten wir die Sitze, die da übrig bleiben, künftig über europäische Listen vergeben. Wir brauchen auch eine europäische Öffentlichkeit und wir brauchen europäische Kandidaten für das Parlament. Da müssen wir Europa stärken. Und wir müssen, was von meiner Sicht, das soll mein letzter Punkt sein, ganz klar nach vorne stellen, dass Europa eine Wertegemeinschaft ist und keine Zugewinngemeinschaft. Und man kann nicht nur, wie das in Polen oder auch wie das in Ungarn der Fall ist, nicht nur immer Fördermittel nehmen und bei der Frage, wie wir die Flüchtlinge gerecht auf Europa verteilen, sich sozusagen vom Acker machen. Europa ist eine Wertegemeinschaft und keine Zugewinngemeinschaft und das muss sozusagen Maßstab sein für die europäische Reform. Dankeschön. Ja, Herr Gremmels, herzlichen Dank. Die Ausführungen bezogen auf Frau Barbara Weiler fand ich sehr interessant. Sie ist ja auch viele Jahre hier Mitglied. Wir haben mal so ein bisschen rumgeguckt bei uns jetzt von den Kandidaten. Und wenn Sie sich besonders für Europa aussprechen, denken Sie mal drüber nach, ob man irgendwann mal eine Mitgliedschaft macht für Europa-Union, wenn Sie schon beruflich so damit verbunden sind. Weil der ein oder andere Kandidat heute, der Dr. Wett und auch der Herr Nölke, die sind schon in der Europa-Union, aber schauen wir mal. So ein kleiner Scherz am Rande. Ja, wir kommen dann zu meinem Nachbarn von Ihrer Seite links von mir, dem Herrn Felstehausen von der Linken. Herr Felstehausen, bitteschön, Ihr Statement. Ja, danke schön. 3 Minuten auch für mich, ein paar einleitende Worte zu sagen. Vielen Dank, dass ich dazu die Gelegenheit habe. Einiges hat Timon Gremmels mir schon vorweggenommen. Da bin ich ganz dankbar darüber, dass er da so sehr deutliche Worte gefunden hat, insbesondere zu den Ausführungen von Herrn Wett, nämlich die Frage, was muss eigentlich die Basis von Europa sein? Kann das eine reine Wirtschaftsunion sein, so wie sie in den Grundzügen mal war, oder müssen wir sie weiterentwickeln? Und wir stellen einfach fest, Europa befindet sich derzeit in 3 Legitimationskrisen. In einer wirtschaftlichen Legitimationskrise, in einer politischen und vor allen Dingen bei der Frage, wie kommt Europa eigentlich bei den Menschen an? Diese 3 Fragen, dazu muss es eine Antwort geben. Und ich glaube, da ist die derzeitige Politik der EU und auch die Politik, die die Bundesregierung derzeit verfolgt, die denkbar schlechteste, die es gibt. Bisher ist tatsächlich Europa ein Zusammenschluss der Banken und der Konzerne. Es wird alles dafür gemacht, genau diese zu schützen in ihrem Handeln.
Wir müssen aber deutlich weiterkommen, eben gerade schon gesagt, wir müssen hinkommen in Richtung einer auch sozialen Union. Es kann nicht angehen, dass wir in Europa die Bananen standardisieren, dass wir in Europa alle Schrauben standardisieren, aber wenn es darum geht, vergleichbare Löhne oder Arbeitsbedingungen europaweit zu haben, genau an der Stelle fällt Europa auseinander, beziehungsweise das ist explizit nie im Fokus von Europa gewesen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir müssen dafür sorgen, dass die europäischen Beschlüsse und der europäische Gedanke eben auch tatsächlich gelebt wird und eingehalten wird. Wenn ich derzeit sehe, was in Polen passiert, dass faktisch dort demokratische Grundfeste geschliffen werden, dass die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt wird und Europa dort weitestgehend sprachlos ist gegenüber Polen. Da finde ich, muss in Europa eine deutliche Stimme erhoben werden, Richtung genau dem, was du gesagt hast, einer Wertegemeinschaft. Das Gleiche gilt für das, was Herr Orban macht. Da müssen wir sehr deutlich sagen, das ist nicht das Europa, in dem wir leben wollen, in dem es darum geht, Fördergelder zu bekommen, aber ansonsten dort nichts zu machen. Und der letzte Punkt, die Legitimationskrise. Warum ist Europa, warum scheitern denn diese Volksabstimmungen? Ich glaube nicht, weil es daran liegt, dass man Menschen nicht für Europa begeistern könnte, sondern daran, dass es für die Menschen nicht erfahrbar ist und dass auch demokratischer Wille kaum Richtung Brüssel transportiert werden kann. Das eine ist die Frage, ja, ein Parlament, was noch nicht mal das Recht hat, eigene Initiativen einzubringen, da frage ich mich, was ist das eigentlich für ein Parlament? Aber viele von Ihnen haben es gemerkt, als es darum ging, TTIP oder zur Frage von Privatisierung von Wasserrechten, ich komme zum Ende, da haben wir erlebt, wie schwer es ist, europäische Bürgerinitiativen auf den Weg zu bringen und was für bürokratische Hürden dort in den Weg gelegt werden. Wenn wir Menschen für Europa begeistern wollen, dann müssen wir sie zum Mitmachen einladen und ihnen auch die Möglichkeit von Teilhabe geben und Europa und Brüssel nicht nur als Raumschiff verstehen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Felstehausen. Wir kommen jetzt zu Herrn Miratovic, Bündnis 90 Grüne. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich kurz vorstellen, Boris Mijatovic. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Zeigt es mir doch, dass das Thema Europa und auch die Bundestagswahl Sie sehr stark interessiert. Und das freut mich sehr, denn wir müssen dafür werben, dass wir Demokratie auch in Europa weiterhin verteidigen. Wir haben viele rechtspopulistische Tendenzen in Europa, die wir bekämpfen müssen. Und dafür müssen wir Europa auch stark aufstellen. Es wurde immer gesagt, was ist der persönliche Bezug zu Europa. Ich selber habe Europa nicht über die Europa-Union kennengelernt, aber Sie können mir gerne nachher so einen Antrag geben. Ich bin selber mit der Wende groß geworden. Mit 17 Jahren ist die DDR zusammengebrochen. Solidarność war kurz davor. Und ich habe die Wende dann genutzt, um selber durch Osteuropa zu fahren und habe sehr stark live mitgekriegt, wie die Perspektive von diesen Ländern, von Polen, von Tschechien, aber auch Rumänien und Bulgarien auf Europa ist. Und die ist sehr stark und die ist immer noch sehr stark. Und wir müssen in Europa wieder eine Perspektive für diese Länder aufmachen, dass sie Teil von Europa sind, dass sie eine Perspektive in Europa haben. Im Gegensatz zu Herrn Wett, der hier von Konzentration und Gang rausnehmen spricht, bin ich dafür, diese Stimmung, die in den 90er Jahren bestand, wieder aufleben zu lassen für ein Europa, das uns den Frieden sichert und das wir gemeinsam bestreiten können. Und ich möchte drei Punkte nennen, die ich heute schwierig finde. Heute finde ich schwierig, dass die Große Koalition in Berlin 2007 aufgehört hat, der Türkei eine Perspektive für dieses Europa zu geben. Ich glaube, Teile der Probleme, die wir heute mit der Türkei und in der Türkei erleben, sind nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass eine Kanzlerin Merkel 2007 von einer privilegierten Partnerschaft gesprochen hat, was nichts anderes war, als die Türkei außen vor zu halten und am langen Arm verhungern zu lassen. Ein zweites, was ich sagen möchte, und ich weiß, dass das vielleicht auch ein bisschen ein Reizthema ist, wir haben, was Solidarität angeht, über viele Jahre uns hinter dem Abkommen von Dublin versteckt. Wir haben in den Jahren 2000 bis 2010 keine nennenswerten Zahlen im Bereich der Flüchtlinge aufgenommen und haben das Problem an den Südküsten Europas sozusagen ertrinken lassen, um es mal zu dramatisch zu formulieren, so wie das heute auch in den Medien der Fall ist. Ich glaube, aktionistisch hilft es uns nicht weiter, wenn wir sozusagen auf einen Schlag viele Menschen reinlassen. Wir müssen das Dublin-Abkommen reformieren. Wir müssen in Europa eine Solidarität einfordern, die wir selber in Deutschland auch praktizieren und leben. Und ein drittens, was ich sagen möchte, ist die Handelspolitik. Wir liefern und produzieren Fleisch in Länder, wir produzieren hier Fleisch und liefern das in Länder Westafrikas. Das kann nicht europäische Handelspolitik sein. Vielen Dank.
Ja, Herr Mihatovic, auch an Sie den herzlichen Dank für das Statement. Sie haben jetzt 4 Vertreter gehört von Parteien, die schon im Bundestag vertreten sind. Wir kommen jetzt zu dem Vertreter der FDP. Die FDP ist ja nicht im Deutschen Bundestag vertreten. Und der Herr Nölke hat jetzt die Möglichkeiten, sich schmackhaft zu machen. Bitte schön. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein paar Rezepte mitgebracht dann, aber... Ja, meine Damen und Herren, Matthias Nölke, auch von mir vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und schön, dass Sie auch alle hier sind und ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen. Ja, es ist ja bisher fast ein überparteilicher Konsens, was so viele Schlussfolgerungen, Analysen, ein paar Abweichungen gab es. Ja. An der Stelle möchte ich vielleicht aber auch darauf hinweisen, dass mit Herrn Wett und Herrn Kremmels Vertreter von 2 Parteien gesprochen haben, die seit 1998 die jeweiligen Regierungschefs in Deutschland, nämlich Herrn Schröder und seit 2005 Frau Merkel, stellen und auch vieles mitzuverantworten haben, was sie selber wiederum kritisieren. Das möchte ich an der Stelle dann auch einfach nur mal so wirken lassen. Meine Damen und Herren, es stimmt, die EU ist in einer leichten Krise. Viele Menschen verbinden es leider mit Krisen, mit Bürokratie, Bevormundung und in der öffentlichen Wahrnehmung ein Krisengipfel jagt den nächsten, sei es bei der Euro-Rettung, sei es bei der Flüchtlingspolitik. Und das empfinden viele Menschen als abstoßend, wenn dann in der Politik auch die Verantwortung hin und her geschoben wird und keiner will es am Ende dann gewesen sein. Und hier ist es für uns wichtig, dass man wirklich deutlich macht, was der Hauptverdienst Europas eigentlich ist. Nämlich, dass wir seit 70 Jahren in Frieden und Freiheit in Europa leben, dass gerade die Bundesrepublik mehr als jedes andere Land in Europa eigentlich davon profitiert hat, von diesem freien, geeinten Europa. Und deswegen trotz aller Kritik, die man berechtigterweise an der EU üben kann, an Europa, müssen wir halt auch klar feststellen, Europa hat eben nicht nur seinen Preis, sondern eben auch seinen Wert. Für uns Freie Demokraten ist es wichtig, dass die Europäische Union wieder bürgernäher wird, dass wir das wieder stärker ins Bewusstsein bringen und deswegen vor allem fordern wir weniger Bürokratie in Europa und mehr Bürgersouveränität. Dazu gehört unter anderem auch, wie es schon gesagt wurde, ein europäisches Parlament, was den Namen auch verdient, was ein Legislativrecht hat, also ein Initiativrecht, was selber Gesetze initiieren kann. Daneben wollen wir, dass der Europäische Rat auch zu einer echten zweiten Kammer wird, die nicht mehr hinter verschlossenen Türen tagt, wo alles ausgekungelt wird, sondern dass dort öffentliche Lesungen quasi stattfinden, dass jeder sich ein Bild davon machen kann, was die einzelnen Länder fordern und vorbringen. Und dass Europa sich dann vor allem auch auf die Kernaufgaben, auf Dinge konzentriert, die eben einheitlich geregelt werden müssen, wo es Sinn macht, dass sie einheitlich geregelt werden, wie zum Beispiel der europäische Datenschutz, ein europäischer Energiebinnenmarkt, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Sicherung der europäischen Außengrenze und, ich komme zum Schluss, das sind Dinge, die europäisch geregelt werden können und müssen und dass andere Dinge eben weiter unten geregelt werden können, gemäß des Subsidiaritätsprinzips, weil Europa muss sich am Ende des Tages halt auch nicht um alles kümmern und dafür treten wir ein. Vielen Dank. Ja, sehr geehrtes Publikum, Sie haben gehört, eine Partei, die zurzeit nicht im Bundestag ist, findet gar kein Ende mit den Anregungen, was letztlich da alles kommen kann. Wir kommen jetzt zum Herrn Matthies. Herr Matthies ist von der AfD. Die Außenwirkung zum Thema Europa, die AfD mittlerweile gegeben hat, ist da aus meiner Sicht sehr kritisch. Wir können uns jetzt mal gerne anhören, was Herr Matthies in seinem Statement zum Thema Europa Neues bieten kann. Bitte schön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und für den fairen Empfang. Ich hatte eben nicht Angst, aber Sorge, meine Herren Vorredner, dass Sie mir gar nichts mehr übrig lassen, was ich an der Europäischen Union kritisieren kann. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, würde die Europäische Union beantragen, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, würde sie nicht aufgenommen werden können, weil sie so undemokratisch legitimiert ist nach wie vor. Und das ist der Punkt, weswegen wir von der AfD sagen, die EU, oh, ich glaube, jetzt hören Sie mich erst besser, ja? Also die EU muss dringend reformiert werden. Wir wollen keinen Staatenbund, wir wollen Nationalstaaten, die die wesentlichen Dinge selbst bestimmen. Sie haben eben schon gesagt, Herr Nölke, das ist das Subsidiaritätsprinzip. Wir wollen die Bürger stärker insgesamt beteiligen, das ist das Thema Volksabstimmung.
Hätte Herr Kohl die deutschen Bürger über die Einführung des Euro abstimmen lassen, damals 1997, hätten wir heute keinen Euro und nicht die damit zusammenhängenden Probleme. Ich musste übrigens 16 Jahre warten, meine Damen und Herren, bis es die Partei gab, für die ich mich schon 1997 im Prinzip engagiert habe. Da habe ich nämlich eine Bürgerinitiative mit anderen gegründet gegen die Einführung des Euro. Jetzt gibt es endlich die AfD und die AfD ist die Partei der Realisten. Und vieles von dem, was meine Vorredner gesagt haben, ist alles andere als realistisch. Es ist unrealistisch, meine Herren. Europa ist ein Kontinent. Und deshalb ist es falsch, wenn dort hinten steht, Kassel, Deutschland und Europa, worüber wir hier heute reden, ist die Europäische Union, dieses undemokratische Konstrukt. Und die Europäische Union ist eine Schönwetterveranstaltung. Und ich sage Ihnen voraus, sie wird es auch bleiben. Die Staaten verfolgen nun mal ihre eigenen Interessen. Und es ist ja ein Bon mot in Brüssel, wenn dort jemand sagt, ich bin Europäer, dann wissen alle, das ist ein Deutscher. Weil alle anderen verfolgen ihre nationalen Interessen. Und das ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste, wenn man die anderen Staaten respektiert und in vernünftigen Beziehungen zu ihnen lebt, in Wirtschaftsbeziehungen, Handel und Ähnliches. Und wenn ich jetzt höre, wir müssen Europa demokratischer machen oder die Europäische Union, bin ich natürlich sofort bei Ihnen. Wenn Sie jetzt von Direktkandidaten sprechen für Europa, dann frage ich mich, wovon träumen Sie denn nachts? 50, 60 Jahre sind vergangen, ohne dass die, die an dem Haus Europa bauen, versucht haben, den Bewohnern des Hauses Europa mittels einer gemeinsamen Sprache die Möglichkeit zu schaffen, so etwas zu tun. Ich fände die Idee ja klasse mit gemeinsamen Kandidaten. Aber was habe ich denn davon, wenn ein Spanier eine Rede hält? Ich verstehe den ja gar nicht. 50 Jahre sind verschlafen worden, Politik für Menschen zu machen. Das Haus Europa hat Einwohner, das sind wir alle, das sind Menschen in Spanien, in allen anderen Ländern, aber wir haben uns nicht auf eine Sprache verständigt. Und deshalb, wir müssen Europa wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Europa ist natürlich grundsätzlich eine tolle Idee, beziehungsweise die EU, die soll auch nicht primär abgeschafft werden, aber sie muss dringend reformiert werden, damit wir wirklich was davon haben. Ganz kurz zum Thema Euro, weil das ja auch ganz wichtig ist, da sagen wir, der Euro muss geordnet abgewickelt werden, weil der Euro war von Anfang an eine Fehlkonstruktion, die nicht reformierbar ist. Vielen Dank. Ja, das war die Meinung des Vertreters der AfD hier bei uns im Kreisbezirk, der Hermann Häusner, Doktor seines Zeichens und Vertreter der Interessen der Europa-Union, kann jetzt vielleicht mal so ein kleines Resümee ziehen von der ersten Gesprächsrunde und sich kurz dabei mit einbringen. Bitte schön. Ja, schönen Dank, dass ich das Wort hier haben darf. Resümee ist natürlich jetzt schwierig auf die Schnelle zu ziehen und in 3 Minuten noch viel schwerer. Es ist natürlich klar, wo die Polarisierungen liegen. Wir sitzen ja auch schon am richtigen Tisch, damit die Polarisierung sichtbar ist. Ich will vielleicht grundsätzliche Dinge sagen. Die Europa-Union tritt dafür ein, dass Europa immer enger zusammenwächst. Und zwar aus folgendem Grund. Wohlstand und Frieden hängt damit zusammen, dass wir einen gemeinsamen Binnenmarkt haben, weil Arbeitsteilung Wohlstand und Arbeitsplätze produziert und eine Verflechtung herstellt, die es immer unwahrscheinlicher macht, dass man gegeneinander in den Krieg zieht. Wenn man das will, und das wollen wir, dann muss man natürlich auch die Folgen beachten, die Konsequenzen, die unbedingt notwendig sind und gezogen werden müssen. Und das heißt, man kann nicht, und das haben wir ja auch mit den großen Europäern, Helmut Kohl in Deutschland, als letzter ganz großer Europäer gestorben, gemacht, indem wir nämlich die Europäische Union ausgebaut haben, nicht nur zu einem Binnenmarkt, sondern wir sind auf dem Weg zu einer Umweltunion und einer Sozialunion und einer Rechtsstaatsunion. Das ist zwingend notwendig, denn macht man das nicht, führt es dazu, dass der Freihandel dazu führt, dass die Nationen sich gegenseitig in Sozialstandards, in den Umweltstandards, in den Rechtsstaatsstandards nach unten konkurrenzieren und kaputt dumpen. Das erzeugt Feindschaft in den unterschiedlichen Ländern und zerreißt wieder den Binnenmarkt. Und deswegen ist uns ganz wichtig, als Europäische Union zu sagen, Europa kann nur funktionieren mit einem starken, guten Binnenmarkt, aber der weiter dann flankiert wird und wächst in eine gemeinsame Europäische Union, die immer enger zusammenrückt, sozial, umweltrechtlich und rechtsstaatlich.
Das ist der eine Punkt, der mir ganz wichtig ist. Der zweite Punkt ist wichtig, wir können als Deutsche nur gemeinsam in Europa Politik machen mit anderen. Und nun ist es überhaupt nicht so, Herr Mattes, dass wenn man in Europa sich umschaut, nur die deutschen Europäer sind. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Europäer, der vor kurzem Wahlen gewonnen hat als Macron. Macron hat mit Europa und mit dem Plädoyer für eine Europäische Union Wahlen gewonnen gegen Le Pen. Und jetzt müssen wir alles daran setzen, dass Macron eine Erfolgsgeschichte wird. Einer hat schon gesagt, wir haben jetzt vielleicht noch 5 Jahre Zeit, das müssen wir nutzen. Und das ist jetzt meine Frage an auch alle, die hier auf dem Podium sitzen. Was ist von den Vorschlägen von Macron zu halten, dass wir einen europäischen Finanzminister installieren mit einem europäischen Eurobudget, damit wir, wenn die nächste Krise kommt, und es kommt bestimmt irgendwann eine Krise, ein gemeinsames europäisches Konjunkturprogramm auflegen können, so wie das die Amerikaner gemacht haben für 50 Staaten. Die sind ruckzuck, relativ ruckzuck, nach 2008 aus der Krise rausgekommen. Arbeitslosigkeit ging relativ schnell zurück, während wir in Deutschland, in Europa ein starkes Gefälle haben und wir haben in Südeuropa eben dann manchmal Jugendarbeitslosigkeit, die um die 50% liegt. Damit erstmal Schluss. Ja. Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Heusner. Ich denke, er hat direkt aufgerufen und wir werden jetzt einmal praktisch das Ganze zurück in einer Minute letztlich machen. Hat also Herr Mattes als erstes die Möglichkeit, darauf zu reagieren, was der Herr Heusner gesagt hat. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, tolle Idee, wird nur nicht funktionieren. Das wird genauso wenig funktionieren, wie der Euro funktioniert hat. Der Euro funktioniert nicht, weil der Euro nur deshalb funktioniert, weil er mittlerweile zu einer Transferunion sich entwickelt hat. Und Sie wissen vielleicht, Herr Wett wird es besonders gut wissen, womit die CDU 1999 geworben hat, nämlich dass der Euro uns nicht in eine Transferunion führt. Es wird nicht so sein, dass die reichen Staaten im Norden für die im Süden haften müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Schlimme ist nur, meine Damen und Herren, dass es den Griechen, den Menschen dort, und es geht uns ja eigentlich um die Menschen, wenn wir Politik machen, richtig? Den Menschen in Griechenland hat es nun gerade mal gar nicht geholfen. Geholfen hat es den großen Banken, den Versicherungen, den Finanzinstituten und, und. Und der schöne Traum mit einem gemeinsamen europäischen Finanzminister, wenn es funktionieren täte, fände ich es ja klasse. Aber woher nehmen Sie die Hoffnung, dass das funktionieren wird? Ich habe nicht gesagt, dass es in anderen Ländern keine begeisterten Europäer gibt. Ich habe nur gesagt, dass die Deutschen am ehesten, oder wollte sagen, dass die Deutschen am ehesten bereit sind, auf ihre nationalen Interessen zu verzichten. Und das sieht man ja an verschiedenen Beispielen. Wir haften am meisten in der EZB und haben genauso wie die anderen Staaten eine Stimme. Wir sind das größte Land in Europa. Bei uns hat ein Repräsentant im Europaparlament, 96 Abgeordnete haben wir da, der repräsentiert 800.000 Bürger. Malta hat 430.000 Einwohner und da repräsentiert ein maltesischer Europaabgeordnete, repräsentiert 70. Das bedeutet, wir haben einen Verlust sozusagen an Demokratie und an Einflussmöglichkeit an Deutschland als Deutschland und das wird, wenn hätten wir einen gemeinsamen Finanzminister, natürlich genauso sein. Schon vorbei die Zeit. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Aber ich freue mich auf die anderen Antworten. Ja, Herr Nölke, bitteschön. Ja, zu dem Vorschlag von Herrn Heusner. Also in meinen Augen ist ein einheitlicher Finanzminister und eine einheitliche Steuer- und Finanzpolitik nicht notwendig. Das gehört zur elementaren Aufgabe der einzelnen Mitgliedstaaten in der EU, dass die auch die einzelne Steuerhoheit und Haushaltshoheit behalten. Was vorgeschlagen wurde, dass man eben Ländern, die in der Krise sind, dass man denen hilft, diese Fonds, das gibt es ja jetzt schon, beispielsweise die sogenannten EFRE-Mittel zur Entwicklung der einzelnen Regionen, wo ja auch ganz konkret hier in Kassel viele Arbeitsplätze mit entstanden sind und viele Bauten auch, zum Beispiel die Krim-Heimat oder der Science Park an der Uni Kassel, die alle mit EU-Mitteln auch gefördert wurden. Wichtig ist es bei der Haushaltspolitik und auch der Euro, was auch gesagt wurde, ein Ausstieg aus dem Euro wäre für Deutschland verheerend. Das kann man wunderbar an der Schweiz sehen, wie die mit ihrer eigenen starken Währung zu kämpfen haben. Das würde unsere deutsche Exportwirtschaft nachhaltig schwächen. Wichtig ist, dass wir darauf dringen, dass die einzelnen Mitgliedstaaten die Haushaltskriterien wieder einhalten. Wir haben nämlich keine Euro-Krise, wir haben eine Staatsschuldenkrise, weil viele Staaten nämlich über ihre Verhältnisse gelebt haben. Ein Land wie Griechenland, was überhaupt nicht im Euro sein dürfte, kam so an günstiges Geld, an günstige Zinsen, weil sie im Euro waren und haben sich total verschuldet. Und die Ergebnisse teilweise sind ja auch haltlose Zustände in Griechenland gewesen. Wenn Leute
schon 10 Jahre tot waren und die Familie haben immer noch die Rente bekommen. Ja. Das sind alles Dinge, die ja erst im Nachhinein durch die Europolitik und die Krise Griechenlands dann überhaupt aufgedeckt wurden und die auch mal abgestellt gehören. Und im Zweifel muss ein Land auch austreten können aus dem Euro. Nicht, dass wir als Länder austreten, weil wir bestimmte Länder nicht im Euro haben wollen, sondern man muss die Möglichkeit schaffen, dass eben Leute, dass Länder, die nicht in der Lage sind, mit dem Euro klarzukommen, dass die auch die Möglichkeit haben, wieder auszusteigen, eine eigene Währung und wieder eine eigene Haushaltspolitik zu machen. Und die Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Ja, Herr Miratovic, bitteschön. Ja, erstmal, das sind die Ideen von Herrn Macron. Herr Häusner, ich möchte Ihnen da nicht zu nahe treten, aber die weitreichenden Vorschläge, die er im Wahlkampf gemacht hat und die er jetzt auch angesprochen hat auf den unterschiedlichen Ebenen, sind auf jeden Fall etwas, was wir verfolgen sollten. Wir brauchen eine europäische Integration, gerade auch, Timon Gremmens hat es gesagt, im Sozialbereich, aber auch im Steuerbereich. Es kann nicht sein, dass wir Steueroasen in Europa dulden, in Anführungszeichen dulden, zulassen, die uns gegenseitig in den Wettbewerb führen in der Europäischen Union. Das ist kontraproduktiv. Von daher wäre es gut, einen gemeinsamen europäischen Finanzminister zu haben, der solche Dinge sozusagen abstellen könnte. Und eine Sache nochmal an die CDU, weil wir sind ja auch im Wahlkampf und da müssen wir ein bisschen provozieren. Ich halte auch nichts davon, wenn unser jetziger Finanzminister in Brüssel Hü sagt und in Berlin Hott. Also wenn man die EZB kritisiert für ihre Politik, Deflation zu verhindern, aber in Brüssel sozusagen mitstimmt, wenn das dann gemacht wird, das halte ich dann doch schon für ambivalent. Und das ist Doppelzüngigkeit, die wir an der Stelle für die Europäische Union nicht gebrauchen können. Die schadet uns an der Stelle eher, als dass sie uns nützt. Danke. Danke, Herr Michatowitsch. Herr Felstehausen, bitteschön. Ja, wir teilen uns ja immer ein Mikrofon. Ja, meine Damen und Herren, die Frage europäischer Finanzminister, macht das Sinn? Ist es eine Entwicklung in die richtige Richtung? Ich glaube, grundsätzlich ja, wir brauchen eine europäische Steuerung und diese Steuerung muss demokratisch legitimiert sein. Wenn man sich anguckt, wer bisher die Staatskrise in Griechenland zum Beispiel weitestgehend handelt, dann ist es die EZB, dann ist es die Weltbank, der IWF, also alles Gremien, denen es an einer demokratischen Legitimation tatsächlich fehlt. Wenn wir einen europäischen Finanzministerin oder einen Finanzminister hätten, dann wäre zumindest die Chance da, dass das Europäische Parlament darauf auch Einfluss nehmen könnte. Aber es war die Frage gestellt worden, wir müssen weg von einer Transferunion. Und an der Stelle möchte ich ganz deutlich sagen, nein, Europa wird ohne eine Transferunion nicht funktionieren. Genauso wie die Bundesrepublik Deutschland ohne Transferleistungen nicht funktionieren wird. Natürlich ist Bayern jetzt dabei, immer zu sagen, wir zahlen viel zu viel. Bayern war über Jahrzehnte Nehmerland. Und jetzt diejenigen, die geben müssen, die regen sich dann in der Regel auf. Aber ein Konstrukt wie die Bundesrepublik Deutschland, föderal mit seinen Bundesstaaten, würde nicht funktionieren, wenn es nicht einen Ausgleich gäbe. Und das Gleiche gilt auch für Europa. Denn die Schulden des einen sind immer das Guthaben des anderen. Und wenn wir über Staatsschulden von Griechenland reden, dann müssen wir im gleichen Atemzug, meine Damen und Herren, auch über Handelsbilanzüberschüsse sprechen, weil da kommen die Staatsschulden zum allergrößten Teil her. Und das ist eine Sache, die man tatsächlich nur europäisch in dem Kontext der verbundenen Staaten regeln kann. Wenn ein Staat, so wie es jetzt die AfD vorschlägt, sagt, wir stoppen alle Transferleistungen, ja, damit beenden wir das Projekt Europa. Und wir werden uns wundern an der Stelle, was das für Auswirkungen haben wird, auch auf Arbeitsplätze im Rest Europa und in Deutschland. Weil wer kauft denn letztendlich... Bitte? Ich komme jetzt zum Ende, ich habe das Zeichen nicht gesehen, denn letztendlich ist ja die Frage, wer kauft denn die Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, wenn wir nicht auch ein europäisches Umfeld haben, in dem auch tatsächlich Absatzmärkte sind. Vielen Dank. Danke, Herr Felstehausen. Herr Gremmels, bitte. Ja, Herr Mattes, wir sind nicht die Zahlmeister Europas, sondern wir sind die größten Profiteure Europas. Natürlich. Ja, aber Sie müssen noch mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. 60% unserer Exporte gehen in den EU-Raum. 60%. Davon profitieren Menschen, die hier vor Ort arbeiten. Und wenn wir das nicht mehr hätten, meine sehr verehrten Damen und Herren, würden wir Arbeitsplätze in Deutschland riskieren. Wir profitieren wirtschaftlich von Europa wie kein anderes Land. Insofern ist das aus meiner Sicht etwas, was, wenn wir davon wirtschaftlich profitieren, wir auch an anderer Stelle auch etwas
geben müssen, damit die Menschen in anderen europäischen Ländern sich auch unsere teuren Produkte leisten können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist so und da bitte ich die Vertreter der AfD auch einfach mal die Fakten zur Kenntnis zu nehmen und das ist entscheidend. Die Frage war, wie stehen wir zu den Vorschlägen von Macron? Martin Schulz und die SPD unterstützen diese Vorschläge. Wir halten das für richtig. Wir erwarten allerdings auch, dass sich Frau Merkel nicht wegduckt. Frau Merkel hat gesagt, sie wird sich mit den Vorschlägen erst nach der Wahl beschäftigen. Es gehört zur Ehrlichkeit im Wahlkampf davor dazu, vor der Wahl zu sagen, was man will. Und da fordere ich die CDU auf, auch Position zu beziehen und sich nicht wegzuducken und zu sagen, nach der Wahl werden wir sagen, was wir wollen. Das wäre falsch gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Danke. Danke, Herr Gremmelt. Da hat ja die CDU gleich die Gelegenheit. Bitte schön, Herr Dr. Wett. Also ich will erst mal sagen, dass Macron natürlich zu begrüßen ist, denn er belebt die deutsch-französische Achse, die immer ein Garant für ein gemeinsames Europa war und auch schließlich der Ausgangspunkt. Das muss man mal ganz deutlich sagen, das hätte ganz anders ausgehen können und dann hätten wir jetzt ein Problem. Eine gemeinsame Fiskalunion, Finanz- und Fiskalunion. Das hat Pro und Contra. Zum einen haben wir dadurch natürlich viele Probleme im Griff, die mit der Einführung des Euros entstanden sind. Und ganz klar, da sind viele Probleme entstanden und das ist nicht zu Ende gedacht worden. Man wird dabei aber unter Umständen europäische Steuern einkaufen. Und wer will dem deutschen Bürger oder irgendeinem europäischen Bürger heute erklären, dass es eine neue europäische Steuer gibt, direkt oder indirekt, am schlimmsten wäre es natürlich direkt, und wir dann noch mehr bezahlen müssen, als wir jetzt schon bezahlen. Ich glaube, das ist nicht vermittelbar zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen halte ich es jetzt wirklich erstmal für angesagt, innezuhalten, Pause zu machen, auf das Wesentliche zu schauen und dann Schritt für Schritt uns weiterzuentwickeln. Danke, Herr Dr. Wett.